Seit Wochen treibt eine Diebesbande in Süddeutschland ihr Unwesen. Gerade hat eine aufmerksame Anwohnerin den Einbruch in eine Werkstatt gemeldet. Polizei, stehen bleiben! Keine Bewegung! Jill, da hinten! Schnappst du mal da hinten? Da ist jemand! Sie müssen ihn festhalten! Aua! Was soll das? Hm? Die sind weg. Müssen die Komizen sein. Ah, die haben sie wohl im Stich gelassen, ne? Was? Zum Glück hat uns eine Anwohnerin verständigt, sonst wären Sie auch noch weg gewesen. Nein, hören Sie, das ist ein Missverständnis. Ich arbeite hier, mein Name ist Susanne Reuter. Oh, ich habe den Kerl selbst noch gesehen. Ja, die Tochter von Peter, ja. Ach, erzähl mir doch keine Märchen, ja? Du und deine Freundin seid doch Teil dieser Bande, die seit Monaten die Gegend und den süddeutschen Raum unsicher macht. Was? Ja, aber damit ist jetzt Schluss. Nimmst du sie bitte und legst dir die Handschellen an? Hören Sie, ja? Das ist doch absoluter Quatsch. Aua, sie tun mir weh. Ah. Hier, Wilmsland Zentrale. Wir sind hier in der Werkstatt von Walter Theisen. Verdacht auf Einbruchsdiebstahl. Einen der Verbrecher haben wir wahrscheinlich. Die anderen sind auf der Flucht. Check mal die Umgehungsstraße. Vielleicht kriegen wir die Bande noch. Bitte hören Sie, das ist wirklich ein Missverständnis. Als ich heute früh hier in die Werkstatt kam, habe ich irgendein Geräusch gehört. Und dann stand da so ein maskierter Kerl, aber der ist sofort abgehauen, als er mich gesehen hat. Sie müssen mir glauben. Ja klar, der große Unbekannte. Wir nehmen dich jetzt erstmal mit auf die Dienststelle und deinem angeblichen Chef sagen wir auch Bescheid. Da werden wir ja sehen, ob du hier arbeitest. Angeblich? Ich mache hier meine Ausbildung als Mechatronikerin bei Herrn Walter Theisen. Sie können ihn noch selber fragen, wenn Sie wollen. Ist ja noch besser. Hast du ja alle Infos über den Betrieb. Was? Wahrscheinlich wolltest du deinen Chef einfach nur richtig schön abzocken. Hä? Deine Komplizen haben dich eiskalt im Stich gelassen. Hör auf, sie zu schützen und sag uns am besten direkt ihren Namen. Ich habe mit dem Diebstahl oder was hier auch immer vor sich geht nichts zu tun. Ich möchte sofort einen Anwalt sprechen. Das kannst du gerne sofort tun. Und wir rufen die Spurensicherung. Auf Wiedersehen. Susanne Reuter hat Rechtsanwalt Alexander Stephens zu Hilfe gerufen. Für die junge Auszubildende steht eine Menge auf dem Spiel. Nicht schlecht. Mein neuester Fall führt mich aufs Land. Es geht um tolle Autos, Oldtimer. Allerdings mit einem sehr ernsten Hintergrund. Denn meine erst 19-jährige Mandantin Susanne Reuter soll in ihrem eigenen Betrieb Oldtimer-Motoren geklaut haben. Das würde im schlimmsten Fall eine Jugendstrafe für sie bedeuten. Und deswegen fahre ich da gleich mal hin. Dorfpolizistin Juliane Wilms ist nach wie vor von Susannes Schuld überzeugt. Und? Wer sind deine Komplizen, hä? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Ja, das wird dann hoffentlich dein Anwalt sein. Scott, hallo. Stephens mein Name, ich bin der Anwalt von Frau Reuter. Juliane Wilms? Hallo. Frau Reuter? Sagen Sie mal Handschellen, muss das sein? Gut, Anbetracht der Tatsache. Es besteht ja keine Fluchtgefahr hier. Wieder kaum abhauen hier, die Frau Reuter. So, jetzt nochmal richtig, Frau Reuter. Hallo. Hallo, Herr Stephens. Danke, dass Sie sofort kommen konnten. Was wird denn meine Mandantin bitte schon vorgeworfen? Ihre Mandantin ist heute früh hier in die Werkstatt von Walter Theisen eingestiegen. Ich arbeite hier. Und wurde irgendwas gestohlen? Ja, 4 restaurierte MGB-Motoren. Teure Stücke. Jedes etwa einen Wert von 4.000 Euro. Also diese schweren Motoren wird ja meine Mandantin kaum selbst herausgeschleppt haben. Ja? Sie war ja nicht allein. Die anderen sind in letzter Sekunde abgehauen, als wir kamen. Es müssen mindestens 2 Männer dabei gewesen sein. Die Fahndung läuft bereits. Und die Reifenspuren, die die Spurensicherung hinter der Werkstatt gesichert hat, zeigen, dass die Tat mit einem Pickup oder ähnlichem Fahrzeug durchgeführt wurde. Könnte ich mal ganz kurz mit meiner Mandantin alleine sprechen? Ich gebe Ihnen genau eine Minute. Danach führen wir die Unterhaltung auf dem Revier weiter. Ist gut. Ein Geständnis würde die Sache gerade verkürzen, ja? Ja, ja. Also sagen Sie mal bitte genau, was heute los war, ja? Ich weiß es nicht. Ich bin früher zur Arbeit gekommen, weil ich noch ein bisschen an meinem Auto rumschrauben wollte. Einfach ein paar rostige Stellen ausbessern. Sie machen ja eine Ausbildung zur Mechatronikerin, nicht wahr? Ja, hier beim Theisen selbst in der Werkstatt. Ich schraube halt gerne an Autos rum. Und wissen Sie, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann bin ich endlich aus diesem verdammten Kaff raus. Und heute Morgen? Was ist da genau passiert? Naja, wie gesagt, ich bin früher zur Arbeit, steige aus dem Auto aus. Dann höre ich von da drin irgendwie so ein Scheppern. Ich dachte, das ist vielleicht der Theisen selbst, geh nachgucken. Und dann steht da auf einmal so ein maskierter Kerl vor mir. Der hatte so eine Skimaske auf. Und als er mich gesehen hat, ist er aber sofort abgehauen. Dann war auch schon die Polizei da und die haben mich einfach festgenommen. Herr Stephens, ich arbeite hier. Frau Reuter denn jetzt bereit, Ihre Mittäter zu nennen? Frau Reuter hat überhaupt keine Mittäter, ja? Und mit dem Diebstahl hat sie auch nichts zu tun. Wenn überhaupt, hat sie sogar die Diebe verschreckt. Wie Sie wollen. Dann fahren wir jetzt eben erst aufs Revier und unterhalten uns da weiter über die Bande. Ich komme nach, ja? Die andere Seite.
Die Bande hält uns seit Wochen auf Trab. Die Diebstähle haben etwa hier begonnen. 300 Kilometer entfernt, da wo sie keiner kennt. Aber mit der Zeit wurden sie unvorsichtig und haben sich ihrem Heimatort genähert. Ja, heute Morgen haben wir dann Frau Reuter erwischt. Aber es könnte doch genauso gut sein, dass die Diebesbande hierorts ansässig ist und sich einfach wegbewegt hat. Also Ihre Ausführungen, tut mir leid, sind reine Spekulation. Hören Sie, die Ausbildung bei Walter Theisen macht mir wirklich Spaß. Und es ist noch dazu mein eigenes Ticket in die Freiheit. Warum sollte ich denn meinen eigenen Chef bestehlen? Das ist doch absurd. Gelegenheit macht Diebe. Als Auszubildende wusstest du genau, wo dein Chef die Motoren gelagert hat und was sie wert sind. Wahrscheinlich konntest du einfach nicht widerstehen. Und wo ist das Motiv? Geld? Wir wissen von Herrn Theisen, dass Frau Reuter seit längerem von einer Weltreise träumt. Und immer wieder hat Reiseprospekte rumliegen lassen. Ich will halt was von der Welt sehen. Ist das jetzt auch verboten? Oder ganz schön teure Pläne für eine Auszubildende. Ach, kommen Sie. Wenn meine Mandantin ihre Weltreise durch irgendwelche Diebstähle hätte finanzieren wollen, dann hätte sie doch die Reiseprospekte gar nicht offen rumliegen lassen. Das hätte sie mal schön für sich behalten. Und ich meine, meine Mandantin ist weder vorbestraft, und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, dass sie dort arbeitet in dem Betrieb. Ist doch logisch, dass sie dort war. Und ich nehme mal an, die Diebesbeute haben Sie auch nicht gefunden. Bisher nicht. Also, so wie ich das sehe, haben Sie gegen meine Mandantin rein gar nichts in der Hand. Also, wir würden dann gehen, wenn Sie keine weiteren Fragen haben. Vorerst nicht, nein. Gut, dann kommen Sie, Frau Reuter. Ach so, Frau Reuter, eins noch. Könnten Sie vielleicht der Polizistin noch mal so gut wie möglich den Täter beschreiben? Wie er ausgesehen hat, Statur, Größe? Ja, naja, er hatte, wie gesagt, eine Maske auf. Halt so eine Skimaske. Aber von der Größe, er war so circa 1,70 groß. Auf jeden Fall relativ schmal. Ich bin mir aber sicher, dass es ein Mann war. Aber viel ist das aber nicht. Tja, aber immerhin etwas. Wiedersehen. Kommen Sie. Wiedersehen. Kommen Sie, Frau Reuter. Danke, Herr Stevens. Ohne Sie hätten die mich bestimmt nicht mehr gehen lassen. Das ist echt ein absoluter Albtraum. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, ja? Die Polizei hat überhaupt nichts gegen Sie in der Hand. Und ich werde Sie gegen jeden Vorwurf verteidigen. Ich hätte auf die anderen hören sollen. Ich hätte niemals eine Frau einstellen sollen. Ich habe immer zu dir gehalten, Susanne. Und jetzt das... Herr Theisen, ich habe Sie nicht bestohlen. Jetzt stehen wenigstens dazu. Hey. Ja? Stevens, mein Name, ich bin der Anwalt von Frau Reuter. Wie kann ich Ihnen helfen? Mir helfen? Bringen Sie mal meine Motoren wieder zurück. Das kann ich leider nicht, Herr Theisen. Dazu müssen Sie sich an die Kollegen von der Polizei wenden. Unsinn. 16.000 Euro Schaden. Und wer kommt mir dafür auf? Also, Herr Theisen, ich kann ja verstehen, dass Sie aufgebracht sind. Aber meine Mandantin hat mit der Sache nichts zu tun. Nur weil sie am Tatort war, ist sie doch nicht die Einbrecherin. Herr Theisen, ich habe die Diebe sogar noch verjagt. Die Polizei sieht das anders. Die Polizei hat nichts gegen meine Mandantin in der Hand und deswegen fahre ich sie jetzt auch nach Hause. Bitte, Herr Theisen, ich habe sie nicht bestohlen. Ich würde Ihnen noch niemals schaden wollen. Die Ausbildung ist mir viel zu viel wert. Das müssen Sie mir glauben. Das würde ich ja gern, aber ich kann nicht. Ich kann keine potenzielle Diebin weiter beschäftigen. Was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Sie sind noch in der Probezeit. Ich stelle Sie hiermit mit sofortiger Wirkung frei. Herr Theisen, ich... Die Kündigung, die erhalten Sie dann per Post. Nein, bitte, ich... Lassen Sie mich jetzt bitte! Frau Reuter, komm, lassen Sie es kurz sein. Um Ihren Job kümmern wir uns später. Es ist erstmal wichtig, dass Sie zur Ruhe kommen. Ich fahre Sie jetzt nach Hause. Und? Was haben Sie jetzt vor? Dann suche ich die Warendiebe. Und dann sind Sie entlastet, ja? Und dann gibt Ihnen Herr Theisen auch Ihren Job wieder. Versprochen. Also kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Seit ihre Mutter vor ein paar Jahren an Krebs gestorben ist, lebt Susanne mit ihrem Vater Peter allein. Der Landwirt war von der Berufswahl seiner Tochter von Anfang an nicht begeistert. Susanne, was machst du schon hier? Wieso bist du nicht bei der Arbeit? Papa, der Walter Theisen hat mich rausgeschmissen. Der behauptet, ich hätte ihn bestohlen. Ja, Stevens, mein Name. Grüß Sie. Ich bin der Anwalt Ihrer Tochter. Hallo. Ja, Ihre Tochter wurde Zeugin eines Diebstahls von teuren Motoren. Und die Polizei ist dann gekommen und hat Ihre Tochter gleich mitgenommen. Fälschlicherweise. Die behaupten, dass ich die MGB-Motoren vom Theisen geklaut hätte. Ey, die Dinger kosten 16.000 Euro. 16.000 Euro? Ja, und nicht nur das. Jetzt glaubt die Polizei auch noch, dass Ihre Tochter Mitglied einer Diebesbande ist. Die soll für eine ganze Einbruchsserie hier in Süddeutschland verantwortlich sein. Ja. Ich habe von denen in der Zeitung gelesen. Aber meine Tochter hat damit nichts zu tun. Hör mal, mach dir keine Sorgen, ja? Wenn du Arbeit brauchst, hier auf dem Hof gibt's genug zu tun. Ja, klar. Papa, du weißt doch, wie viel mir die Ausbildung als Mechatronikerin wert ist. Ja, klar, aber... Tja, nee, nichts ja klar. Weißt du, wenn du hinter mir stehst, dann versuch wenigstens meinen Job mit mir wiederzukriegen oder gegen diese Vorwürfe vorzugehen. Ja,
Leute, die beruhigt sich schon wieder. Ja? Wiedersehen. Ach, Herr Stevens, warten Sie bitte. Glauben Sie, dass an den Vorwürfen was dran ist? Also, ich bitte Sie. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Ihre eigene Tochter eine Diebin ist. Nein, natürlich nicht. Susanne ist ein braves und kluges Mädchen. Manchmal etwas ungeduldig. Sie wollte mal weg von zu Hause. Weltreise mit ihrem Freund machen, ja. Wenn ich wüsste, wie ich ihr helfen könnte. Jetzt machen Sie sich mal keinen Kopf, ja? Ich nehme mich der Sache an. Versprochen. Was haben Sie vor? Naja, ich werde jetzt erstmal zu diesem Tyson fahren. Und ihn fragen, ob sonst noch jemand von diesen Motoren in seiner Werkstatt wusste. Muss dann nicht unbedingt heißen, dass diese Diebesbande hinter der Sache steckt. Vielleicht war es auch jemand aus dem Dorf. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Als Alexander Stevens wenig später in die Werkstatt von Walter Tyson kommt, trifft er dort zunächst niemanden an. Hallo? Hallo. Wow, nicht schlecht. Heißer Schlitten. Kann ich Ihnen helfen? Ach so, Stevens mein Name. Ich bin auf der Suche nach Walter Tyson. Mein Onkel müsste gleich kommen. Geht's um was Geschäftliches? Ja, könnte sein. Mich hat's beruflich hierher verschlagen. Ich bin Anwalt. Und ich liebe Oldtimer. Und Ihr Onkel soll ja der beste Oldtimer-Schrauber überhaupt sein. Da sind Sie bei meinem Onkel natürlich genau richtig. Wie Sie sehen, ist ja der ganze Hof voller Autos und hier reparieren wir gerade was. Aber eigentlich muss ich zugeben, ich bin mehr MGB-Fan. Ich habe mir mal vor Jahren eingekauft, aber der Motor ist im Eimer und Ersatzteile gibt's auch kaum. Das ist natürlich doof. Bis gestern hatten wir 4 komplette MGB-Motoren da. Ach nee. Ja. Wobei, sie waren eigentlich so gut wie verkauft an Ramona Eichenbach, eine Sammlerin aus dem Dorf. Ah, verstehe. Aber dann ist hier ein anderer Sammler zuvorgekommen, oder? Nee, kein Sammler. Die Motoren wurden heute früh alle gestohlen. Was? Das ist ja furchtbar. Ja. Vor allem hätte Frau Eichenbach wahrscheinlich einen sehr guten Preis gezahlt. Ihre Sammlung ist in der Gegend hier wirklich einmalig. Und mit den 4 Motoren hätte sie ihre Sammlung bestimmt vervollständigen können. Und die Diebe, die sind einfach hier so reinmarschiert? Nee. Sind da hinten mit einem Pickup vorgefahren, haben da die Motoren dann drauf verladen. Mit sowas rechnet man hier ja nicht. Hallo, Herr Tyson. Sie haben hier nichts zu suchen, Herr Stevens. Schnüffeln Sie woanders rum. Moment mal, ich habe mich nur ganz nett mit Ihrem Neffen unterhalten. Der Anwalt von Susanne hat hier nichts zu suchen. Sie haben mich angelogen. Sie sind gleich wegen der Autos hier. Nein, ich habe Sie nicht angelogen. Erstens liebe ich Oldtimer und zweitens hatte ich Ihnen von Anfang an gesagt, dass ich Ihr Anwalt bin. Gehen Sie jetzt bitte. Gehen Sie. Sehr gut. Aber überlegen Sie sich das bitte nochmal mit der Kündigung von Frau Reuter. Noch steht Ihre Schuld nicht fest. Nur Susanne, mein Neffe Thomas und ich haben gewusst, dass gerade hier die 4 kostbaren MTB-Motoren gelagert wurden. Und was ist mit Frau Eichenbach, die Motoren schließlich kaufen wollte? Ramona Eichenbach ist eine wohlhabende Gastwirtin. Die hat so Diebstahl gar nicht nötig. Und außerdem, Ramona wird wohl kaum, ja, Motoren mit einem Gewicht von 80 Kilo gestemmt haben. Das könnte sie überhaupt gar nicht. Aber Susanne Reuter schon. Nach den Diebstahlvorwürfen und dem Verlust ihrer Ausbildungsstelle sucht Susanne Trost bei ihrem Freund Leon. Ey, du hast doch verbockt. Ja und? Ganz bestimmt nicht mit Absicht. Das wäre auch noch schöner. Du hättest die Schüssel überhaupt nicht verlieren dürfen. Wie kann man nur so blöd sein? Hallo Jungs. Was für ein Schlüssel? Susanne, was machst du denn hier? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich meine, nur du hättest ja klingen können. Ja, dafür gibst du mir einen eigenen Schlüssel. Ich kann auch wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Ich meine, du hast uns beide überrascht. Sorry, es tut mir leid. Mein Schatz. So, was jetzt für ein Schlüssel? Ja, Robert hat die Schlüssel von meinem Moped verschlammt. Hey, starke Leistung. Du hast nicht zufällig auch noch sein Handy verschlammt? Ich versuche dich seit heute Morgen zu erreichen. Krieg immer nur die Mailbox ran. Das Ding, das spinnt schon den ganzen Tag, aber was ist überhaupt los? Was los ist? Beim Tyson wurde heute Morgen eingebrochen, 4 MGB-Motoren wurden geklaut und ich werde beschuldigt. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Kannst du mir mal einen Kaffee geben? Wie kommen die Spackos auf sowas? Gute Frage. Ich bin heute früher zur Werkstatt gefahren, weil ich noch ein bisschen an meinem Auto rumschrauben wollte. Ich gehe in die Werkstatt rein und dann steht da so ein maskierter Kerl vor mir. Naja, ich schreie, hey, was machst du da? Der Typ sieht mich, haut ab, ich ihm hinterher. Dann war die Polizei auch schon da. Krasse Nummer. Yep. Und zu einem Überfluss hat der Tyson mich jetzt auch noch rausgeworfen. Spinnt der? Du weißt schon, dass er das nicht darf und dass du auf jeden Fall einen Anwalt nehmen solltest.
Wer meinst du, hat mich da bei der Polizei rausgeholt? Ja, dann ist erstmal alles in Ordnung. Mach dir mal keinen Kopf. Der Anwalt boxt sich da auf jeden Fall raus. Was soll ich denn ohne meine Ausbildung machen? Da kommt auch was Neues. Der Tyson kriegt sich wieder ein. Und dein Vater, bei dem könntest du auch auf jeden Fall... Mein Vater. Ja, soll ich wieder auf diesem Hof arbeiten und so eingehen wie er? Du weißt genau, dass ich hier aus diesem Kaff raus will. Es wird schon wieder. Ja. Was ist jetzt mit unserer Weltreise? Die können wir doch auch voll vergessen. Nein, ernsthaft, mach dir nur mal keinen Kopf. Wir bekommen das hin. Die Polizei findet bestimmt doch bald die echten Diebe. Hoffentlich. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from the station. Ja, ja. Ramona Eichenbach ist also nicht nur eine leidenschaftliche Oldtimer-Sammlerin, nein, sie ist auch noch Eigentümerin einer sehr erfolgreichen Gaststätte, wie ich hier sehe. Spricht nicht gerade dafür, dass sie eine Diebin ist. Wobei, ausschließen kann man ja bekanntermaßen nichts. Und genau deswegen werde ich sie jetzt mal mit meinem Verdacht konfrontieren. Gut, ich erwarte jetzt keine ehrliche Antwort, aber immerhin eine erste ehrliche Reaktion. Warten Sie. So. Dankeschön. Dankeschön, Frau Eichenbach. Kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste. Mein Name ist Alexander Stevens. Ich bin der Anwalt von Susanne Reuter, der Auszubildenden von Herrn Tyson. Bei Herrn Tyson in der Werkstatt wurden heute 4 teure MGB-Motoren geklaut. Die sind weg? Ja, leider. Ich habe gehört, dass Sie reges Interesse an den Motoren hatten. Was wollen Sie damit andeuten? Naja, nur eine Handvoll Leute wussten, dass Herr Tyson diese teuren Motoren bei sich in der Werkstatt gelagert hatte. Sie denken, ich hätte die gestohlen. Ich hätte die eh bald bekommen. Die Verhandlungen waren schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja, könnte doch sein, dass die Verhandlungen sich doch sehr gestaltet haben, als Sie vielleicht zunächst angenommen haben. Naja, und dann wollten bzw. haben Sie dem Ganzen ein wenig Nachdruck verliehen. Habe ich nicht. Und mit 10 Verhandlungen habe ich auch kein Problem. Solange der Preis zu hoch angesetzt ist, kaufe ich nicht. Und warte einfach ab, bis der Preis fällt. Und woher bitteschön haben Sie gewusst, dass der Preis sinken würde? Na, weil ich weiß, dass Walters Werkstatt hochverschuldet ist und er dringend die Kredite bei der Bank bedienen muss. Das ist mir neu. Jetzt muss ich wieder in meine Gaststätte. Wenn Sie keine Fragen mehr haben? Nein, habe ich nicht. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Und über diese brisanten Neuigkeiten will Alexander Stevens direkt mit seiner Mandantin sprechen. Hallo, Herr Stevens. Haben Sie schon Neuigkeiten? Hallo, Frau Reuter. Ja, kann man wohl sagen. Wussten Sie, dass Ihr Chef nicht nur Geldprobleme, sondern auch Schulden bei der Bank hat? Nee, kein Plan. Also ich meine, der Kerl war in letzter Zeit schon immer sehr angespannt, aber ansonsten... Warten Sie mal ganz kurz, Herr Stevens, da hängt ein Zettel an meiner Windschutzscheibe. Wenn ich das Zeug nicht wiederkriege, gibt es Ärger? Hey! Hilfe! Oh, Frau Reuter, ist alles in Ordnung? Frau Reuter! Susanne! Susanne, was ist los? Scheiße. Ist alles in Ordnung? Wir haben dich schreien hören. Da war so ein Kerl, der hat mich überfallen. Er hat ein Messer. Was denn für ein Kerl? Ich weiß nicht. Er hat mir hier den Zettel an das Auto. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war derselbe Kerl wie heute früh aus der Werkstatt. Er hatte dieselbe Maske und dieselbe Statur. Ich bin mir nicht sicher. Herr Stevens, hallo? Frau Reuter, ist alles in Ordnung? Was ist denn los? Nein, da war so ein Kerl, der hat mich mit dem Messer bedroht. Herr Stevens, hören Sie, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist derselbe Kerl wie heute früh aus der Werkstatt. Was? Das müssen Sie sofort zur Polizei und Anzeige erstatten. Anzeigen? Ich weiß nicht. Hey, es ist doch nichts passiert. Der Typ war bestimmt nur ein Spinner. Nichts passiert? Mann, der Typ hat mich mit dem Messer bedroht. Nee, also Frau Reuter, Sie müssen zur Polizei Anzeige erstatten und vielleicht kann die Polizei den Täter ja noch finden. Ist doch bestimmt schon längst über alle Berge. Susanne, du bist doch noch vollkommen durch den Wind. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, da ruhst du dich aus und dann sprichst du mit dem Anwalt, ja? Okay, hören Sie, Herr Stevens, ich würde jetzt gern erstmal nach Hause fahren. Könnten Sie vorbeikommen? Klar, ich komme bei Ihnen vorbei, ja? Bis gleich, tschüss. Bis gleich, danke schön. Oh, Wahnsinn.